Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es nach dem Peso-Release, es ist jetzt gerade vor dem Peso-Release, deswegen kann ich nicht sagen, was da abging so. Also nicht wundern. Kommen wir zu einem Fashpack-Opening. Ihr seht schon, einige Pakete sind hier drin, es sind unfassbar besondere Sachen dabei. Also wirklich sehr, sehr krass. Und wir haben heute sogar ein wichtiges Placement. Aber ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, packen wir schon mal die erste Sache aus. Ich habe hier von Dior Parfums, also offiziell halt Dior, ein Paket zugeschickt bekommen. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Die haben das mit meinem Management abgeklärt. Ich muss jetzt Werbung einblenden, weil es for free ist. Aber überlegt mal, Leute, das ist einfach von Dior. Das ist schon wild als Dior-Don. Sehr gespannt, was mich hier erwartet. Deswegen habe ich auch natürlich wieder mein Taschenmesser ausgegraben. Und finde es sehr korrekt, dass Dior auch halt auf die YouTube-Szene aufmerksam wird, sage ich jetzt mal. Ich bin gespannt. Wir haben hier schon eine Dior-Tüte. So. Das war's. Spannend, was hier für Parfums drin sind. Ich habe ja das Bois Rajon schon seit über einem Jahr jetzt. Und bin damit sehr, sehr zufrieden. Alter, 4 Dior Parfums auf Nacken. So, wir haben hier einmal Dior Homme, Le Nouveau Parfum, The New Fragrance. Jeremy? Ja, also Dior Homme, Eau de Toilette, 100 Milliliter. Vielen Dank. Ich werde das mal austesten, euch demnächst irgendwann mal berichten. So, dann haben wir hier noch ein Dior Homme Micro Purifying Cleansing Gel, Vitamin E Phosphate. Okay, ich glaube, das ist irgend so ein Hautprodukt von Dior. Auf nett. Sehr nice. Dann haben wir Moisturizing Emulsion. Ich glaube, das ist auch irgendeine Creme. Okay, krass. Achso, hier ist ein Grüße. Okay. Von Christian Dior. Ah, at Dior Parfums, at Dior Skincare. Okay, also das hier sind so Skincare-Sachen. Also Feuchtigkeitscreme. Kann ja nicht schaden. Lieber Justin, welcome to the Dior Family. Vielen Dank. Ich hoffe, wir lernen uns bald persönlich kennen. Liebe Grüße, Veronika. Liebe Grüße an Veronika. Ja, das ist sehr nett. okay, dann haben wir noch was. Eau Noir. Eau heißt ja Wasser, oder nicht? Und Noir, schwarz. Also schwarzes Wasser. Oh, das ist eine Kerze. Wie wild ist das denn? Nice. Alter, geisteskrank. Krass, einfach eine Dior-Duftkerze. Die wird so einen wilden Platz in meinem Wohnzimmer bekommen. Leute, macht euch auch was gefasst. Krass, das ist sehr nice. Das müsste jetzt aber ein Parfum sein. Bois d'Argent. Eine zweite Ladung davon. Sehr, sehr nice. Das Parfum kenne ich schon. Mein Lieblings-Dior-Parfum. Sehr nice. Vielen Dank an Veronika von Dior. Wie nice ist es bitte, was von Dior zugeschickt zu bekommen? Also ich bekomme jetzt kein Geld dafür oder so, aber so halt die Sachen, das ist schon sehr, sehr korrekt von denen. Ja, vielen Dank. So, bevor wir dann zu den anderen drei Sachen kommen, die hier noch auf uns warten, ganz kurz zu der Corona-Warn-App. Und zwar ist das ein Projekt der Bundesregierung. Ihr habt auch schon auf Instagram gesehen, dass ich da was zu gepostet habe. Jetzt nochmal in einem Video. Ganz wichtig, die Corona-Warn-App ist halt einfach eine App, die ja die Ausbreitung von Corona ein bisschen einschränken soll. Je mehr Leute diese App haben, desto besser funktioniert sie auch. Weil die tauscht mit jeder Begegnung, der halt auch diese Corona-Warn-App hat, einen verschlüsselten Bluetooth-Code aus. Deswegen müsstet ihr halt die App im Hintergrund einfach laufen lassen, beziehungsweise wenn ihr sie auf dem Handy abreicht hast, Bluetooth angeschaltet haben und dann tauschen die verschlüsselte Zahlencodes aus. Das heißt, niemand kann euch nachverfolgen oder euch tracken oder sonst was. Diese verschlüsselten Codes bleiben für 14 Tage, das ist die Inkubationszeit von Corona, gespeichert. Und danach werden die gelöscht. Das heißt, niemand kann irgendwas tracken oder so. Es gibt ja wilde Spekulationen von irgendwelchen Influencern, die da jetzt nicht dabei sind, die irgendwelche Fake News verbreiten. Der Code ist öffentlich einzulesen. Und da könnt ihr sehen, dass die App wirklich nur das macht, was sie verspricht. Was macht die App dann jetzt genau? Wenn sich jetzt also einer, der die App hat, wenn der sich als infiziert meldet, bekommt ihr sozusagen eine Benachrichtigung, dass er bei euch in der Umgebung war. Und somit seid ihr dann gewarnt und könnt dann die entsprechenden Vorkehrungen treffen. Also, dass ihr zu Hause bleibt oder euch untersuchen lasst. Also zumindest mal. Diese App tauscht halt wirklich nur verschlüsselte Zahlencodes per Bluetooth aus. Das lässt halt keine Rückschlüsse auf irgendeine Person zu. Also, ihr seid sozusagen nur ein Zahlencode und keine Person. Man weiß nicht, wer das ist und so. Es wird auch kein GPS benutzt. Deswegen ladet euch die App gerne runter. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und machen wir dann weiter mit einem weiteren Paar Sneaker. Und zwar hat Soulbox, da muss ich halt auch wieder werben, ich blende einfach durchgehend jetzt langsam mal Werbung ein. Es geht einfach nicht mehr anders. Und zwar hat Soulbox mir ein paar Dunks geklärt. Das ist sehr, sehr nett. Liebe Grüße an das Soulbox-Team.
Ja. Was gibt's Niceres als Dunks in einem weiß-roten Colorway? Auf Jordan 1 Chicago angelehnt. Sage ich jetzt mal, ist ein sehr, ich weiß gar nicht, wie ist denn die offizielle Bezeichnung davon? White University Red. Ja, okay. Also keine Ahnung, wie jetzt dieser Colorway genau heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Chicago. Ja, wobei Chicago wäre hier noch zu schwarz. Aber es ist ein sehr nicer Colorway, der halt sehr, sehr geil auch zu kombinieren ist zu irgendwelchen roten Sachen. Und ja, den hat Soulbox mir gegönnt in einer US 8,5, glaube ich. Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr nicer Sneaker. Ihr wisst, ich bin ein großer Dunk-Fan und habe es natürlich auch schon lange prophezeit, dass es zurückkommt. Ja, ihr wisst noch, in diesem einen Farfetch-Pack-Opening, wo Vested mir von Farfetch so einen Dunk geklärt hat für 340 Euro so vor einem Jahr. Mhm. Wichtig. Ich glaube, ich mache mir aber die weißen Laces rein. Bin mir aber noch nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr nicer Sneaker und der gehört jetzt auch zu meiner Sammlung. Vielen Dank. Kommen wir dann zu guter Letzt zu was ganz, ganz Besonderem. Und zwar habe ich mir bei MBB Vogue wieder etwas bestellt und er hat mir, ich zeig's euch gleich, ich habe mir diese Casablanca Jacke bestellt. Ich habe die ja in grün gehabt in S, die war mir leider zu klein, deswegen habe ich mir jetzt einfach noch eine in Creme-Weiß geholt. Ihr wisst, Creme-Weiß, sehr, sehr wilde Farbe jetzt, vor allem für den Sommer. Ich habe eine Trackjacke bestellt, die aus so einem Samt-Velurstoff eher ist. Sehr, sehr nice mit dieser Casablanca Orange auf der Brust. Sonst sehr, sehr clean. Und ja, er meinte einfach zu mir, Bro, weil du einfach immer so viel bei mir bestellst und mich auch supportest, das ist nicht selbstverständlich und so. Hat er mir einfach eine Saint Laurent Teddyjacke, ihr wisst, die sind sehr teuer und vor allem dieser Colorway, der ist super selten, einfach besorgt und geschenkt. Ich glaube, er hat 2200 bezahlt, weil es die neu und in meiner Größe nur noch einmal irgendwie in Moskau gab oder so, im Resell. Warum ist sie nicht eingepackt? Weil ich die schon einmal auf Instagram an hatte. Tag und so ist noch dran. Ja, das ist wirklich unfassbar nett. Und wir haben auch gesagt, wir machen jetzt zusammen ein Instagram-Giveaway. Deswegen, ja, check das auf jeden Fall ab. Die 6 Sachen gibt es zu gewinnen. Sehr, sehr einfache Teilnahmebedingungen. Einfach bei MBB Vogue einen Freund markieren, uns beiden folgen und halt die Zahl dazu schreiben, was ihr davon gewinnen wollt. Ist auch sehr, sehr korrekt. Vielen Dank dir für die Jacke, Bro. Das ist wirklich ein unfassbar nice Ding. Passt auch sehr, sehr nice zu meiner Autofarbe. Und ja, das war's. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Pack-Opening. Casablanca-Jacke als Casablanca-Dawn wirklich die Position macht mir keiner streitig, sag ich mal. eine babyblaue Saint Laurent Teddyjacke, 5 Dior-Sachen und einen rot-weißen Nike Dunk. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank an alle und dann sehen wir uns am Montag wieder auf Just in Light und auf Twitch um 18 Uhr. Macht's gut. Peace.